Prolog. Die Aufgabe der Aspekte. Ich habe einen der meinen getötet. Der Gedanke traf Nostormo den Zeitlosen in dem Augenblick, in dem er den leblosen, bronzenen Drachen erblickte. Cirion war zu einer Hülle geschrumpft, die nur noch die Hälfte seiner ursprünglichen Größe entsprach. Verletzungen bedeckten seinen Körper von Kopf bis zum Schwanz. Anstelle von Blut floss goldener Sand aus seinen Wunden. Endlose Ströme, über denen geisterhafte Bilder seines Lebens schimmerten. Eines Lebens, das noch nicht gelebt worden war. Seine Zukunft entströmte ihm. Nostormu eilte über einen der verlassenen Gipfel des Hyals, um an Cirions Seite zu gelangen. Während die sonnenfarbenen Schuppen des Zeitlosen jeden Augenblick der Geschichte widerspiegelten. Während er sich über den sterbenden Drachen beugte, überkam ihn eine Welle der Hilflosigkeit. Ein undurchdringlicher Schleier hatte sich über die Pfade der Zeit gelegt. Ein Schleier, den nicht mal er, der Aspekt des bronzenen Drachenschwarms und der Wächter der Zeit, durchdringen konnte. Die Vergangenheit und die Zukunft, Dinge, die er einst klar hatte sehen können, erschienen nun verworren. Wo sind die anderen? Nostormus wandte seinen gewaltigen Kopf Tick zu, die sich in der Nähe befand. Der getreue Drache hatte Cirion vom Hort des bronzenen Drachenschwarms in den Höhlen der Zeit so schnell wie möglich auf seinem Rücken herbeigetragen. Ein Unterfangen, das nur durch den verkümmerten Zustand seines Passagiers möglich gewesen war. Tick atmete noch immer schwer nach den Strapazen. Er ist alleine zurückgekehrt. Wie kann das sein? Fauchte Nostormo missmutig. Ich habe 12 von ihnen in die Vergangenheit entsandt. 12! Er hatte seinen Agenten den Auftrag erteilt, den beunruhigenden Zustand der Pfade der Zeit neu zu untersuchen. Doch nun wurde er das Gefühl nicht los, sie bloß in ihren Tod geschickt zu haben. Nach ihrer Rückkehr in die Gegenwart hätten die Drachen den Zeitlosen auf der Spitze des Hyal treffen sollen. Genau zur Mittagsstunde. Es war bereits weit nach Mittag, als Tick, die er nicht in die Pfade der Zeit entsandt hatte, eingetroffen war, mit Cirion auf ihrem Rücken. »Was habt ihr gesehen, Cirion?« fragte Nostormu, während er begann, Zauber zu wirken, die das Entströmen des Sands der Zeit zurückgängig machen sollten. »Ich fürchte, er hat nicht mehr die Kraft zu sprechen«, wandte Tick ein. Der Zeitlose hörte sie kaum. Das Unmögliche geschah. Seine Magie zeigte keine Wirkung. Sein Vorhaben war vorhergesehen worden und wurde durch ein gleichermaßen mächtiges Zauberwerk reflektiert. Es existierte nur ein einziges Lebewesen, das über den Weitblick und die Fertigkeit verfügte, den bronzenfarbenen Aspekt im Reich der Zeit zu übertreffen. Direkt nachdem er aus dem Pfaden der Zeit zurückgekehrt ist, berichtete Tick zögerlich weiter, hat er erzählt, was er gesehen hat. Egal, wohin er und die anderen in der Geschichte zu reisen versuchten, sie tauchten immer wieder am gleichen Punkt in der Zukunft auf. Zur Stunde des Zwielichts. Nostormu senkte den Kopf und kniff die Augen zu. Es war genauso, wie er es befürchtet hatte. Die Stränge der Zeit waren vereinigt und in Richtung der Apokalypse gerissen worden. In dieser grauen und leblosen Zukunft würde selbst der Zeitlose sein Ende finden. Zumindest glaubte er das. Vor undenklichen Zeiten, als der Titan Amanthul ihm die Herrschaft über die Zeit verliehen hatte, hatte Nostormus darüber hinaus auch das Wesen über seinen eigenen Tod erlangt. Wer trägt die Verantwortung für seine Wunden? Der Zeitlose kannte die Antwort bereits, und doch hoffte er mit aller Inbrunst, dass er sich irrte, dass das, was er gesehen hatte, nur eine Anomalität gewesen war. Es war der ewige Drachenschwarm und sein Anführer. Tick wagte es nicht,
Nostormus in die Augen zu sehen. Ich habe einen der meinen getötet. Die erdrückenden Worte hallten durch den Kopf des Aspekts. Einst hatte er geglaubt, dass der ewige Schwarm lediglich das Symptom einer fehlgeleiteten Zeitlinie wäre. Und doch, so unvorstellbar es auch schien, hatte er erfahren müssen, dass er und seine bronzenen Drachen in der Zukunft ihre heilige Pflicht, die Integrität der Zeit zu schützen, aufgeben und daran arbeiten würden, sie zu untergraben. Nostormu ließ die Geschehnisse der letzten Woche noch einmal Revue passieren, während er sich bemühte, seine Ärger unter Kontrolle zu halten. Er war bis vor kurzem in den Faden der Zeit gefangen gewesen, bis der sterbliche Thrall ihn an die erste Lektion erinnert hatte, dass es sehr viel wichtiger war, im Hier und Jetzt zu leben, als in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu verweilen. Der bronzene Aspekt war seiner Gefangenschaft mit einem neu gefundenen Verständnis der Zeit entkommen, nur um sich dann seinen finsteren Ängsten gegenüberzufinden zu müssen. »Vergebt mir«, flüsterte Nostormu Cirion zu. Obwohl er nicht wusste, ob sein geliebter Diener ihn überhaupt noch sehen oder hören konnte. Der verletzte Bronzedrache hob den Kopf als Zeichen des Verstehens. Er sah von seiner Seite zur anderen, bis seine trüben und traurigen Augen Nostormus Blick trafen. »Vergebt mir«, wiederholte der Zeitlose. Cirions Maul weitete sich und sein Körper erzitterte. Fast wirkte es so, als würde er lachen, doch Nostormu erkannte schnell, dass der andere Drache schluchzte. Als der letzte Rest seiner Zukunft aus Cirions Körper rann, nutzte dieser, was ihm noch an Kraft verblieben war, um sich von Nostormu wegzustoßen, seine Augen erfüllt mit Entsetzen. Über den Hyal erklangen die Geräusche von Feierlichkeiten. Nach einer Reihe von Rückschlägen hatten die Drachenaspekte Alexstrasza, Ysera, Nostormu und Kalegos ihre Magie mit der Schaman des Irdenen Ring und den Druiden des Zirkel des Szenarios verbunden, um den uralten Weltenbaum Nordrassil zu heilen. Vor kurzem war darüber hinaus die Kunde verbreitet worden, dass Ragnaros, der Elementarfürst des Feuers, dessen Günstlinge versucht hatten, Nordrassil niederzubrennen, durch die Hand Sterblicher gefallen war. Und doch, dort, wo Ysera, die Erwachte, in der Zuflucht des Szenarios am Fuße des Weltenbaums stand, war der Jubel nicht mehr als ein entferntes Flüstern. Der Aspekt des grünen Dachenschwarms vernahm nun die Geschichte einer Tragödie. Sie war mit den anderen Aspekten zusammengekommen, um über ihren weiteren Schritte gegen Todesschwinge zu beraten, den wahnsinnigen Anführer des schwarzen Drachenschwarms, der die Verantwortung für die Zerschlagung der Welt während des Kataklysmus trug. Obwohl die Verteidiger Azeroth erst vor kurzem auf den Hyal und in anderen Regionen triumphiert hatten, schmiedete der gemarterte Aspekt selbst jetzt noch neue Pläne. Die Stunde des Zwielichts herbeizuführen. Solange er atmete, würde er niemals ruhen, bis er seine finsteren Vorhaben ausgeführt hatte. Aber anstatt über Strategien zu sprechen, hatte Nostormu von Cirions Tod und dem neuesten Angriff des ewigen Drachenschwarms auf die Pfade der Zeit berichtet. Falten zogen sich über das ansonsten ebene Gesicht des Hochelfen. Genau wie seine Geschwister hatte auch er seine sterbliche Gestalt angenommen. Etwas, was die Aspekte immer taten, wenn sie sich in der Nähe der kurzlebigen Völker befanden, die um Nordrassil herum verweilten. Es war meine Magie, die ihn getötet hat. Ich habe ihn getötet, murmelte Nostormu. Ysera blickte beklommen vor sich hin. Trotz der entsetzlichen Notlage des Zeitlosen gelang es ihr nicht, darüber hinwegzusehen, wie alles um sie herum weit entfernt wirkte. Sie schwebte zwischen der wachen Welt und der Träume, ohne Halt,
weder in der einen noch in der anderen Welt. Ich muss zum Treffpunkt zurückkehren. Der Bronzenaspekt rang unruhig die Hände und bewegte sich voller Ungeduld. Meine anderen Agenten können noch immer zurückkehren. Doch ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich kann nur hoffen. Während Nostormu sich zum Gehen abwandte, suchte Ysera verzweifelt nach Worten des Trostes. Er hatte sich ganz eindeutig in sein Schicksal ergeben. Amantul hatte ihm den Auftrag erteilt, die Reinheit der Zeit zu gewährleisten, unabhängig davon, welchen grauenvollen Ereignisse stattgefunden hatten oder stattfinden würden. In mancher Hinsicht erschien die Aufgabe des Zeitlosen Yseras nicht richtig. Aber es war nicht an ihr, seine Pflichten in Frage zu stellen. Was soll man einem Lebewesen sagen, das alles tun würde, um die Drachen seines Schwarms zu beschützen, aber das sich jetzt selbst verantwortlich macht für den Tod eines von ihnen? Grübelte sie. In seinem Kopf herrschte ein Sturm aus zersplitterten Gedanken. Es war, als würde sie in einer riesigen Bibliothek stehen, durch die Orkan tobte. Seiten übersprudelnd mit Ideen und Bildern wirbelten vor ihrem Auge vorbei, doch sie waren alle Teil unterschiedlicher Bücher. Bevor der Erwachten irgendetwas Angemessenes in den Sinn kam, war Nostormu bereits fort. Eine gespenstische Stille folgte. Die Nachtelfen, die den druidischen Zufluchtsort normalerweise bewohnten, waren so freundlich gewesen, ihn, den Aspekt, für ihre Treffen zu überlassen. Aber durch die Abwesenheit von geschäftigem Leben fühlte sich der Ort kalt und leer an. Ob der ewige Schwarm nun mit Todesschwinge zusammenarbeitet oder nicht, tut eigentlich wenig zur Sache, ließ sich Alexstrasza, die Lebensbinderin, Drachenkönigin ihres Volkes und Aspekt des Roten Schwarms, zu guter Letzt vernehmen. Der Grund, warum wir alle zugestimmt haben, auf den Hyal zu bleiben, ist, Strategien zu entwerfen, wie wir am besten mit ihm fertig werden. Das Rätsel um die Pfade der Zeit ist nur ein weiterer Beleg dafür, dass wir rasch handeln müssen. Kalegos, hat euer Schwarm seine Untersuchungen fortgesetzt? Das haben wir. Der Aspekt des blauen Schwarms räusperte sich und richtete sich auf. Kalek, sonst so liebenswürdig und freundlich, gab sich in letzter Zeit seltsam förmlich. Er war der jüngste der Aspekte und war erst vor kurzem zum Oberhaupt seines Schwarms erwählt worden, nachdem der frühe Anführer Maligos gestorben war. Ysera mutmaßte, dass Kalek versuchte, sich bei den anderen Aspekten zu beweisen, auch wenn sie ihn in Wirklichkeit längst als ebenbürtig betrachteten. Kalek ließ seine Hand durch die Luft gleiten, um eine Reihe von leuchtenden Runen erschien, auf denen die Experimente aufgeführt waren, die der Drachenschwarm durchgeführt hatte. Die Blauen hatten die uralten Wissensschätze durchforstet, die sie in ihrem Hort, dem Nexus, aufbewahrten, auf der Suche nach Todesschwinges Schwachstellen. Kaleks Drachen waren die Hüter der Magie, und wenn es eine Antwort gab, die im Arkanenreich versteckt lag, so würden sie sie finden. Es ist uns gelungen, Spuren von Todesschwinges Blut in der Elementarebene Tiefenheim zu finden, wo er sich viele Jahre versteckt hielt. Die Proben waren nur klein, aber sie genügten für unsere Tests. Und wie Sie sehen, die bisherigen Ergebnisse? Alexstrasas Stimme klang erwartungsvoll. So hoffnungsvoll hatte Ysera ihre Schwester noch nie während einer dieser unergiebigen Treffen gesehen. Wenn wir das Blut mit arkaner Magie erfüllen, in einem Umfang, dass jede andere Lebewesen in Stücke gerissen werden würde, so erzürnt dies die Proben nur. Das Blut teilt sich und beginnt zu kochen, aber letztendlich setzt es sich erneut zusammen. Also hat nicht einmal arkane Magie einen Effekt. Die Lebensbinderin ließ die Schultern hängen.
Aber das ist nur der Anfang unserer Tests, fügte Kalex schnell hinzu. Ich glaube, wir werden ein Werkzeug auf unserer Seite benötigen, wenn wir uns Todesschwinge stellen. Zahlenmäßige Überlegenheit, egal wie hoch, wird uns nichts nützen. Wir benötigen eine Waffe, eine, die es vorher noch nie gegeben hat. Mein Schwarm wird nicht ruhen, bis wir dieses Problem nicht gelöst haben. Hab Dank. Alexstrasza wandte sich Ysera zu. Habt ihr in letzter Zeit besondere Visionen gehabt? Bislang nicht, antwortete sie, ein wenig beschämt. Während dieser Treffen fühlte sich die Erwachte häufig wie wenig mehr als eine Beobachterin. Die Titanin Eona hatte ihr die Herrschaft über die Natur und den üppigen Urwald, der als smaragdgrüner Traum bekannt war, gewährt. Für Jahrtausende hatte sie dort als Ysera, die Träumerin, gelebt. Unmittelbar vor dem Kataklysmus war sie aus ihrem Traum erweckt worden. Ysera, die Erwachte, wurde sie nun genannt. Ihre Augen, die so lange geschlossen gewesen waren, hatten sich geöffnet, doch sie fragte sich, was sie mit ihnen sehen sollte. Lasst uns wissen, wenn euch irgendetwas einfällt. Die Lebensbildnerin lächelte, aber Ysera spürte ihre Unruhe. Wir werden morgen wieder zusammenkommen. Und damit endete das Treffen, genauso wie es begonnen hatte, ohne Antworten. Am nächsten Morgen wandte sich Ysera durch die verstreuten Lager am Fuße Nordrassils. Der große Weltenbaum ragte hoch über ihr empor. Seine Krone war in den Wolken verborgen. Hier und dort saßen Schamanen des irdenen Rings und Druiden vom Zirkel des Szenarios, versunken in friedlichen Meditationen. Nach der Heilung Nordrassils hatte Ysera die Druiden gelehrt, wie sie ihren Geist mit den Wurzeln des Baums verbinden konnten, um ihnen zu helfen, in die Erde vorzudringen. Die Schamanen arbeiteten währenddessen daran, die Erdelementare zu beruhigen und den Wurzeln freies Geleit auf ihrem Weg in Azeroths Tiefen zu ermöglichen. Dies war ein beispielloses Zusammenarbeiten dieser beiden so unterschiedlichen Gruppen, Sterblicher. So sehr ihre Einheit Ysera auch ermutigte, so wusste sie doch, dass all ihre edlen Unternehmungen bedeutungslos wären, wenn sie Todesschwinge nicht daran hindern konnten, weiter sein Vorhaben zu verfolgen. Die Erwachte setzte ihren Weg fort, bis zu einem abgelegenen Ring aus Bäumen nordöstlich des Weltenbaums. Als sie eine Lichtung in dem Heim betrat, fand sie Thrall vor, der bereits auf sie wartete. Er befand sich in tiefer Meditation. Ysera hatte tiefen Respekt für den orkischen Schaman, vermutlich mehr als er wusste. Vor einigen Wochen hatten Todesschwinge und seine Verbündeten die grünen, roten, blauen und bronzenen Draspekte angegriffen. Ein Angriff, der sie vernichtet hätte, wäre Thrall ihnen nicht zur Hilfe gekommen. Er hatte dabei geholfen, die Anführer der Drachenschwärme zusammenzubringen und sie an ihren Auftrag erinnert, Azeroth zu beschützen. Die Aspekte waren derzeit so einig, wie sie seit über 10.000 Jahren nicht mehr. Thrall. Die Erwachte sprach leise. Die Natur reagierte auf ihre Worte. Der Wind zupfte an Thralls langen schwarzen Zöpfen. Das Gras raschelte unter einfachen Gewändern. Und doch öffnete der Schamane nicht die Augen. Sein Grad an Konzentration verblüffte sie, doch sie wusste, dass er ihn nicht auf leichte Art und Weise erreicht hatte. Während seiner ersten Versuche, Nordrassil zu heilen, hatten Todesschwinge Diener Thrall angegriffen und sein Geist, sein Körper und seine Seele auseinandergerissen
und in die vier Elemente zerteilt. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Durch die Taten eines sterblichen Helden und Thralls Gefährtin Agra war er gerettet worden. Seit dieser Zeit hatte Thrall eine neu gefundene Verbindung zur Erde demonstriert, die weit über die bloße Kommunikation mit Elementen hinausging. Er konnte Azeroth fühlen, als wäre es ein Teil seiner selbst. Er verband sich mit der Welt auf übernatürliche Art und Weise. Ysera glaubte, dass während der Neuzusammensetzung seines Seins die Essenz von Azeroth ihren Weg in ihn gefunden hatte. Thrall. Ysera legte sanft ihre Hand auf den Arm des Schamanen. Der Ork erwachte endlich aus seiner Meditation und stand auf. Ysera, Herrin, ich habe ohne euch begonnen, es tut mir leid. Ich bin nur hier, um euch zu helfen, solltet ihr mich brauchen, beruhigte der grüne Aspekt ihn. Darf ich fragen, wie das Treffen verlaufen ist? Wir haben Fortschritte gemacht, zwang Ysera sich zu sagen, bevor sie das Thema wechselte. Sollen wir anfangen? Ja. Thrall setzte sich erneut und Ysera tat es ihm gleich. Sie hatte vor langer Zeit gelernt, dass Demonstration das beste Mittel war, Wissen zu lehren. Während sich Thralls Geist mit der Erde vereinigte, würde sie sich mit Nordrassils Wurzeln verbinden. Die Magien waren unterschiedlich, doch das Prinzip der Konzentration war das gleiche. Habt ihr in letzter Zeit dieselben Schwierigkeiten gehabt? Fragte Ysera. Thrall hatte ihr berichtet, dass es ihm nicht gelungen war, mit der Erde jenseits des Hyals in Verbindung zu treten. Ganz so, als würde eine mentale Barriere seinem Geist blockieren. Der Ork war entschlossen, seine neuen Fähigkeiten zu erkunden, aber er schien zu zögern, sich zu weit nach Azeroth hineinzuwagen. Ja, habe ich. Thralls Brauen zogen sich in Frustration zusammen. Es ist, als stünde ich in einer Brandung eines großen Ozeans. Je weiter ich mich in seine Tiefen wage, desto weiter entfernt fühle ich mich vom Ufer. Thrall, sagte Ysera, während sie eine Handvoll Erde aufhob und sie in die linke Hand des Orks legte. Das hier ist Azeroth. Wenn euer Geist diese Erde durchdringen kann, dann kann er sich überall hinbewegen. Der Hyal ist kein magischer Anker. Er besteht aus derselben Erde, die unter den Straßen Orgrimmars liegt oder in den Dschungeln des Schlingelndorf-Tals. Diese Welt besteht aus einem Körper. Ein Körper? Der Ork betrachtete die Erde und lachte herzhaft. Oftmals lösen sich die schwierigsten Probleme durch die einfachsten Antworten. Durch die Dinge, die direkt vor den eigenen Augen sind. Das hat mir mein alter Lehrer Drektar einmal vor vielen Jahren gesagt. Ihr habt viel mit ihm gemeinsam, so weise und geduldig. Egal auf welchen Hürden ich treffe, ihr findet immer einen Weg, sie zu überwinden. Ysera zwang sich zu lächeln, als sie die Ironie in Thralls Worten erkannte. Dies wird mein Anker sein. Der Schamane schloss seine Hand um die Erde. Thrall schloss die Augen und atmete tief. Ysera tat das Gleiche und sagte dann: Beruhigt eure Gedanken, löst euren Geist von eurem Fleisch und fühlt die Erde um uns herum. Wisset, dass die Steine unter euch die gleichen sind wie die unter mir. Wisset, wenn ihr einen Schritt tun könnt, so könnt ihr sicherlich noch einen weiteren tun. Ysera nahm sich ihre eigenen Anweisungen zu Herzen, während ihr Geist sich mit dem gewaltigen Wurzeln des Weltenbaums verband. Thrall glaubte, dass seine aufkeimenden Kräfte niemals für ihn bestimmt gewesen waren.
dass er diese nur durch Zufälle erhalten hatte. Tatsächlich entsprach aber genau das Gegenteil der Wahrheit. Seine Aufgabe war eindeutig, auch wenn er es nicht wusste. All die Jahre, die er sich dem Schamanismus gewidmet hatte, hatten ihn zu den außergewöhnlichen Fähigkeiten geführt, die sich mit der Erde vereinigen zu können. Die Erwachte sehnte sich nach einem ähnlichen Gefühl der Erfüllung. Ihre Gedanken wanderten zu dem Treffen mit den anderen Aspekten. Sie konzentrierte sich auf jedes Detail und fragte sich, ob vielleicht eine einfache Antwort unter den endlosen Diskussionen verborgen sein mochte. Die Erwachte dachte über Kaleks Worte nach. Etwas von dem, was der junge Aspekt gesagt hatte, schien sich immer wieder in den Vordergrund schieben zu wollen. Eine Waffe. Eine, die es vorher noch nie gegeben hat. In den Worten steckte Macht, eine Bedeutung, die gerade außerhalb ihres Verständnisses lag. Eine Waffe. Wie keine andere. Sie muss sein wie keine andere. Eine bekannte Stimme dröhnte durch ihren Kopf. Sie verschlang sie wie eine Flutwelle und fegte die Millionen von zusammenhanglosen Ideen hinweg, die durch ihr Bewusstsein geschwirrt waren. Schockiert öffnete Ysera die Augen, doch sie befand sich nicht länger auf dem Hyal. Sie schwebte durch einen dunklen und höhlenartigen Raum, den sie als Kammer der Aspakta erkannte. Die geheiligte Domäne der 5 Drachenschwärme. Unter ihr erblickte sie eine Versammlung von Drachen. Ysera, eine vergangene Version von ihr selbst, war darunter, zusammen mit Alexstrasza, Nostormus Hauptgefährtin Soridomi, dem verstorbenen blauen Drachenaspekt Maligos und Todesschwinge. Nein, nicht die narbenbedeckte und grässliche Kreatur der Gegenwart. Es war Netarion, der Erdwächter, der einst stolze Aspekt des schwarzen Drachenschwarms. Ohne dass seine Gefährten es ahnten, war er bereits von den heimtückischen alten Göttern verderbt worden. Jenen unergründlichen, mächtigen Wesen des Wahnsinns, die von den Titanen in der Erde gefangen worden waren und hatten seine Aufgabe, Azeroth zu beschützen, verraten. Ysera erkannte die Zeit sofort wieder. Dies war vor über 10.000 Jahren geschehen. Inmitten des Kriegs der Ahnen. Die dämonische brennende Legion war in Azeroth eingefallen und die Aspekte hatten sich versammelt, um eine Zeremonie durchzuführen, von der sie hofften, dass sie die Welt von der Vernichtung bewahren würden. Sie umringten eine unscheinbare goldene Scheibe, die in der Luft schwebte. Auf den ersten Blick wirkte dies wie ein einfaches Schmuckstück. Und doch war dies eine Waffe, die die Einheit der Drachenschwärme zerstören würde. Die Waffe, die zahllose blaue Drachen das Leben kostete und Maligos in Jahrtausende der Einsamkeit treiben würde. Die Drachenseele. Ysera sah mit Entsetzen zu, wie das Ritual abgeschlossen wurde. Jeder der Aspekte, mit Ausnahme von Netarion, hatte ein Teil seiner Essenz geopfert, um das Artefakt zu stärken. Die Drachen hatten in dem Glauben, dass die Scheibe benutzt werden würde, um die Legion aus Azeroth zu vertreiben, zu dieser drastischen Lösung gegriffen. Es ist vollbracht, verkündete Netarion. Alle haben gegeben, was gegeben werden musste. Ich werde jetzt die Drachenseele versiegeln, damit niemals verloren geht, was wir erreicht haben. Ein unheilvolles, schwarzes Leuchten umhüllte den Erdwächter und das Artefakt, ein subtiler Hinweis auf seine wahre Natur. Soll dies so sein? Fragte Yseras vergangenes Selbst leise.
damit sie so sei, wie sie sein muss. Ja, antwortete Netarion beinahe schnippisch. Es ist eine Waffe wie keine andere. Sie muss sein wie keine andere, fügte Maligos hinzu. Die Wände der Kammer splitterten und fielen zur Seite wie Glasscherben, nachdem Maligos gesprochen hatte, und gaben den Blick auf dem smaragdfarbenen Boden der Lichtung frei. Thrall verharrte noch immer in seiner meditativen Haltung. Er hatte Yseras Vision nicht bemerkt. Sie achtete kaum auf den Ork, als sie sich erhob und versuchte, dem, was sie gerade gesehen hatte, einen Sinn zu geben. Ist es falsch zu glauben, dass die Drachenseele Azerons Rettung sein könnte? Nach all dem Leid und Tod, die sie verursachte? Die erwachte Alte aus dem Hain, auf der Suche nach Kallek und Alexstrasza. Die anderen Aspekte werden mich für wahnsinnig halten, wenn ich verschlage, sie für unseren eigenen Zwecke einzusetzen. Trotz ihrer Besorgnis drängte sich ein einzelner Gedanke in den Vordergrund. Todesschwinge, Tyrannei, muss beendet werden, wie sie begann. Die Erde war kein Gegenstand in Thralls Hand. Vielmehr erkannte er, dass sie genauso ein Teil von ihm war. Wie seine Finger ein Teil seiner Hand waren. Einzigartig in sich selbst, aber Teil des großen Ganzen. Der Geist des Orks stieg in die Erde unter ihm ab und dann weiter in die Tiefen des Hyals. Er erlebte jeden Stein und jeden Sandkorn, als wären sie eine Verlängerung seines Selbst. Die chaotischen Erdelementare, um deren Besänftigung er sich so lange bemüht hatte, umfingen ihn, hießen ihn willkommen als einen der ihren. Im Berg waren viele Aktivitäten im Gange. Schamanen, Agra unter ihnen, flüsterten zu der Erde im harmonischen Chor, der auf Thralls Geist eine genauso beruhigende Wirkung hatte wie auf die Elemente. An anderer Stelle geleiteten die Druiden Nordrassils Wurzeln immer weiter in Azeroths Tiefen hinab. Die Essenz des Orks bewegte sich an ihrer Seite, dorthin, wo Steine und Stücke von Granit zu weicher Erde zerbröselt waren, damit der Weltenbaum sich nähren und im Gegenzug die Erde stärken konnte. Er glitt durch den Kreislauf der Heilung, kräftig. Thralls Geist erreichte das Hügelvorland des Berges. Dies war das weiteste, wohin er sich bisher gewagt hatte. Sein Bewusstsein für seinen physischen Körper war so entfernt, wie während seiner vorherigen Versuche. Der Ork konzentrierte sich auf diese schwache Wahrnehmung der Erde in seiner Hand und wiederholte Yseras weise Worte. Dies ist Azeroth. Diese Welt besteht aus einem Körper. Ermutigt durch die Worte verbannte Thrall alle Vorbehalte aus seinem Herzen und stürzte sich nach Azeroth. Seine Essenz raste kopfüber durch Kilometer nach Kilometer an Erde, die sich um ihn herum ausbreitete. Er bewegte sich durch die sonnenverbrannte Erde von Durotar und dann durch die schlammigen Ufer der Sümpfe des Elends. Aller Länder, egal wie weit entfernt oder unterschiedlich sie voneinander waren, waren miteinander auf eine Art und Weise verbunden, die er zuvor niemals verstanden hatte. Neben den Gebieten, die er kannte, entdeckte Thrall andere Orte und Eigentümlichkeiten in Azeroth, die ihm bis dahin unbekannt gewesen waren. Irgendwo im großen Meer lag eine mysteriöse Insel, verborgen im Nebel. Unterhalb der östlichen Königreiche rührte sich eine Präsenz in den Bergen von Kasmodan. Der Geist dort war sehr stark, aber nicht elementarer Natur. Er war, seltsamerweise wie Thrall, ein Sterblicher, der die Fesseln des Fleisches abgeworfen hatte. Das unbekannte Wesen patrouillierte die uralte Erde der Region, als würde es stille Wacht über das Land halten. Es sprach
mit einem zwergischen Akzent, der durch Azeroth hallte. Denn sie, wir sind die Irdanen, die dem Land entstammen, und seine Seele ist die unsere, seine Qual ist die unsere, sein Herzschlag ist der unsere. Thrall sah auch, dass die tiefen Orte der Welt durchlöchert waren, mit geschmolzenen Verletzungen und anderen Wunden. Was ihn am längsten inhalten ließ, waren die gewaltigen Höhlen, kalt und unnatürlich, verstreut über dem Erdball. Sie waren Orte der Leblosigkeit, bei denen selbst die Erdelementare zögerten, sich ihnen zu nähern. Einer dieser Hohlräume befand sich tief unter dem Hyal. Thrall steuerte seinen Geist in die Richtung der unterirdischen Aushöhlung. Anders als beim Rest von Azeroth war das, was sich in der Höhle befand, vor seinem Anblick verborgen. Als er sich näherte, drang eine einzelne Stimme aus der Kammer heraus, erzitternd vor unermesslicher Macht. Schamane. Diese Stimme trommelte über den Geist des Orks, als würde Azeroth selbst zu ihm sprechen. Komm. Thrall wurde von der Quelle der Stimme angezogen. Er fühlte sich genötigt, sie ausfindig zu machen. Seine Essenz umkreiste das Äußere der Kammer, bis er eine Öffnung in den scheinbar undurchdringlichen Wänden der Höhle fand. Während er seinen Geist in die Leere schob, drangen Steine und Erde mit ihm zusammen ein. Das Geröll verschmolz zu Beinen, einem Rumpf, Armen und einem Kopf. Zwei facettenreiche Kristalle dienten ihm als Augen. Seine neue Gestalt ähnelte seinem wahren physischen Körper. Von dem Umstand abgesehen, dass er aus Erde war. Wer seid ihr? Rief Thrall mit einem scharfen Poltern, das mehr nach dem Geräusch mahlender Steine, denn nach einer verständlichen Sprache klang. Teiche von aufgefüllter Lava boten die einzige Beleuchtung des Raums. Die Wände und der Boden waren bedeckt mit einer groben, kristallinen Substanz, die so schwarz war, dass sie alles Licht um sie herum zu absorbieren schien. Hier kam die Antwort aus der Mitte des unterirdischen Lochs. Hier liegt die Wahrheit dieser Welt. Thrall schleppte sich weiter in die Kammer, angelockt von der Autorität, die in den Worten mitschwang. Seine Verbindung mit dem Rest von Azeroth und seinem Körper auf dem Hyal wurde mit jedem Schritt in der Tat dünner. In der Mitte der Höhle stand eine humanoide Figur, ihre Gesichtszüge eingehüllt in fast fassbare Finsternis. Er wankte näher heran, bis zwei Augen sich in dem statuenhaften Wesen öffneten, die in der Farbe von geschmolzenen Steinen glühte. Thrall stolperte zurück, als die Schatten, die die Gestalt umgeben hatten, sich auflösten und den Blick auf einen grotesken Menschen freigaben. Eine gewaltige Metallplatte in Form eines Kiefers war an sein äschernes Gesicht geschraubt. Gezackte Hörner ringelten sich von seinen Schultern und seinen Fingern, endeten in dolchähnlichen Klauen. Adern aus Magma schlängelten sich über seine Brust. Der Ork erkannte den Menschen nicht, aber er spürte seine wahre Identität. Es war Todesschwinge in seiner sterblichen Gestalt. Die Arroganz von Schamanen wird niemals aufhören, mich zu verblüffen, rumpelte der schwarze Aspekt. Mit einer Stimme, die wie das Zusammenstoßen zweier gewaltiger Steinbrocken erklang. Ihr strebt danach, eine Macht zu zähmen, deren Herrschaft euch von Rechts wegen nicht zusteht. Eine Macht, die euer Verständnis bei weitem übersteigt. Thrall rannte in die Richtung der Wand, durch die er die Höhle betreten hatte. Splitterschwarzen Kristalls löste sich krachend vom Boden und schossen sich über die freigelegte Erde. Der Ork rammte seine Schultern in die Barriere und flehte.
und flehte die elementaren Geister an, die sich ihm zu öffnen. Die widerwärtige Substanz erhörte seine Rufe jedoch nicht, so wie die Erdelementare Azeroths getan hätten. Faszinierend, nicht wahr? Fauchte Todesschwinge hinter ihm. Das Blut der alten Götter antwortete deinen Launen nicht, denn sie sind nicht von dieser Welt. Nur die Erwählten können es wirklich beherrschen. Thrall wirbelte in Erwartung eines Angriffs zu dem Aspekt herum, doch Todesschwinge war nicht näher gekommen. Ich habe dein Kommen erwartet, seit ich deinen Geist blind durch diese Hänge des Hyals tasten sah, sagte Todesschwinge. Ich hatte angenommen, dass du nicht mutig genug wärst, um dich jenseits des Bergs zu wagen. Aber dein Fortschritt beweist, was ich bereits vermutet hatte. Die anderen Aspekte haben vor dir meine Kraft zu gewähren. Sie planen, mich durch einen Sterblichen zu ersetzen. Thrall begriff den Sinn dieser Worte nicht. Obwohl er nun über weitere Fähigkeiten verfügte, hatten Ysera und ihre Kameraden ihn deutlich gemacht, dass er niemals ein Aspekt werden würde. Und daher auch nicht der Erdwächter. Sie haben nichts mit diesen Kräften zu tun. Thrall bewegte sich tastend an der Höhlenwand entlang, in der Hoffnung auf einen Riss oder eine Schwachstelle zwischen dem aus Blut der alten Götter gefertigten Platten. Und die Entscheidung, sie zu nutzen, war ganz allein meine. Die Kammer erzitterte unter Todesschwinges Lachen. Das wollte man dich glauben machen. Ich habe an vielen Orten Augen, die für mich sehen, Schamane. Ich weiß, dass die anderen Aspekte auf dem Hyal zurückgeblieben sind, um ihre Ränke zu schmieden und dass du mit ihnen zusammenarbeitest. Wie Feiglinge haben sie dich in dieses Schicksal gelockt, ohne dass du davon ahntest, darauf bedacht, meinen Fluch auf dich zu übertragen. Was euch gegeben wurde, war ein Geschenk und kein Fluch, erwiderte Thrall. Er hatte in letzter Zeit viel über die Titanen und die Aspekte erfahren. Vor langer Zeit hatte der Titan Kaskarov Todesschwinge die Herrschaft über die irdischen Weiten der Welt gewährt und ihm den Auftrag erteilt, sie vor Unheil zu schützen. Allerdings hatte diese Pflicht ihn anfällig gemacht für den Einfluss der alten Götter, die im inneren Azeroths gefangen waren. Die Probleme und Sorgen, mit denen die Aspekte im Laufe der Geschichte zu tun hatten, von Todesschwinge Verrat bis hin zur bevorstehenden Stunde des Zwielichts, waren alle Teil des großen Plans der alten Götter, alles Lebens in der Welt zu vernichten. Ein Geschenk? Fauchte Todesschwinge. Du bist genauso fehlgeleitet wie die anderen Aspekte. Ein zu großer Narr, um zu erkennen, dass die uns auferlegten Aufgaben nichts anderes als Kerker für uns waren. Die Titanen gaben euch einen Sinn, gab Thrall zurück. Seine Verbindung mit dem Hyal war schwächer denn je. Er spürte, dass die Erde, die er in weiter Entfernung in seiner psychischen Hand hielt, ihm durch die Finger rannten. Nichts von dem, was sie tun, hat einen Sinn. Todesschwinge stampfte in Richtung Thralls, wobei jeder Schritt durch die Kammer donnerte. Azeroth war für die Titanen ein Experiment, ein Spielzeug. Als sie genug hatten, haben sie uns allen den Rücken gekehrt. Es war ihnen vollkommen egal, was mit der zerbrochenen Welt geschehen würde, die sie zurückließen. Sie ist zerbrochen wegen dem, was ihr ihr angetan habt, weil ihr euer Geschenk zurückgewiesen habt, brüllte Thrall. Es ist kein Geschenk. Todesschwinge Körper erbebte vor Zorn. Thrall bemerkte, dass seine Worte einen Effekt auf Todesschwinge hatten. Er fuhr damit fort, den Aspekt zu reizen, in der Hoffnung, dass dieser irgendeine Schwäche preisgeben würde. Das Geschenk, für das ihr nicht stark genug gewesen seid. Das Geschenk. Sei still, donnerte Todesschwinge. Wenn du darauf bestehen möchtest, dass es ein Geschenk war, dann sei es so. Dann solltest du auch erfahren, wie es ist, ich zu sein. Dieses gnadenvolle Geschenk zu erhalten, wie es ist, das glühende Herz dieser Welt als sein eigenes zu spüren.
Schmerz loderte tief in Thralls irdener Brust. Die unablässigen Flammen, die in Azeroths Kern brannten, wirbelten in seinem Geist. Seine Steinhaut zischte und dampfte, während sie in einem finsteren, zornigen Rot glühte. Dann sollst du erfahren, wie es sich anfühlt, das Gewicht dieser sterbenden Welt auf deinen Schultern zu spüren. Thralls Beine zitterten, als jeder Stein in Azeroth ihn zu Boden drückte. Sein Körper splitterte und zerbarst. Er war jenseits seines körperlichen Schmerzes. Sein Geist löste sich auf, erstickt von dem unfassbaren Last. Schmeckt dieses Geschenk? So süß, wie du es dir ausgemalt hast? Fragte Todesschwinger amüsiert. Das ist es, was die anderen Aspekte wollen. Dich an diese Welt zu ketten. So wie es einst war. Dich einem Leben voll unendlicher Marter zu verurteilen. Durch den grellen Schmerz erkannte Thrall, dass er nun über unglaubliche Stärke verfügte. Das Gewicht Azeroths unterstand seinem Befehl. War Todesschwinge so arrogant, dass er ihm diesen Vorteil verschafft hatte? Der Ork hinterfragte seine Intuition nicht. Dies war der Irrtum im Urteilsvermögen seines Feindes, auf den er gewartet hatte. In einer einzigen schnellen Bewegung kanalisierte Thrall die Last Azeroths in seinen Fäust und stürzte auf Todesschwinge zu. Die Macht war berauschend. Er fühlte sich, als könnte er einen Berg entzweischlagen. Der schwarze Speck stand regungslos da, während Thrall sich näherte. In dem Augenblick, bevor seine Faust auf Todesschwinges Brust traf, wurde das Gewicht Azeroths und all seine Kraft dem Zugriff des Orks entrissen. Seine Hand schlug auf die menschliche Gestalt des Aspekts und Thralls Arm zerbrach bis hin zu seinem Ellenbogen in 1000 Stücke. Er sank auf die Knie und heulte vor Schmerz auf, als das Magma aus dem gebrochenen Glied schloss. Er spürte, wie eine weitere Entfernung in die Nähe seines psychischen Körpers auf dem Fial der Erde auseinanderbrach. Es gab sterbliche Zauberer und sogar Mitglieder des Blauen Drachenschwabs, die die Regeln des Arkanen Magie für absolut hielten. Doch wo sie Grenzen sahen, sah Kalec nur Potenzial für neue Erkenntnisse. Für ihn war Magie kein starres System kalter Logik. Sie war das Herzblut des Kosmos. Sie war unendlich in ihren Möglichkeiten. Für ihn war sie das, was personifizierte Schönheit am nächsten kam. Als Ysera zu ihm gekommen war und ihn aufgeregt von der Drachenseele und der Rolle, die sie spielen könnte, erzählt hatte, war er augenblicklich fasziniert gewesen von dem Problem, wie das Unmögliche zu schaffen wäre. Todesschwinge hatte seine Essenz nicht an die Waffe abgegeben, so wie es die anderen Aspekte getan hatten. Und die Frage war, wie sie gegen ihn eingesetzt werden konnte. Ein ebenso großes Problem war die Annahme, dass jeder Drache, der das Artefakt in seinem ursprünglichen Zustand nutzte, unwiderruflichen Schaden durch seine Macht erleiden würde. Die Drachenseele hatte selbst Todesschwinges Körpers in Stücke gerissen und ihn gezwungen, seine rasende Gestalt mit Metallplatten zusammenzuhalten. Trotz der von ihnen liegenden Herausforderung betrachtete Kalec das Artefakt als seine Möglichkeit, seinen Platz unter den anderen Aspekten zu rechtfertigen. Unter Wesen, zu denen er immer aufgeblickt hatte. Er war zu einem Zeitpunkt der Hüter der Magie geworden, an dem der blaue, grüne, bronzene und rote Drachenschwarm von der Vernichtung bedroht waren. Die übernatürlichen Kräfte, die sein verstorbener Anführer Maligos von dem Titan Norganon erhalten hat, gehörten nun ihm. Die blauen Drachen, das Herz des gesamten Schwarms, hatten ihn erwählt. Sie hatten ihr Vertrauen in ihn gelegt. Er würde sie nicht enttäuschen.
Die Drachenseele kann nicht gegen Todesschwinde gerichtet werden, da sie seine Essenz nicht enthält, hatte Alexstrasza gesagt, obwohl in ihrer Stimme ein Hauch Unsicherheit mitschwang. Nachdem Ysera Kalek von ihrer Entdeckung berichtet hatte, waren die beiden Aspekte mit der Lebensbinderin an ihren Treffpunkt in der Zuflucht des Szenarios zusammengekommen, um über den Plan zu sprechen. Das stimmt, stammelte der blaue Aspekt. Er spürte, dass die Blicke der anderen Aspekte sich in ihn bohrten, als würden die des seiner Worte auf die Goldwaage legen. Wir würden seine Essenz brauchen. Bedauerlicherweise ist sie in dem von uns gefundenen Blutproben, die gleichwohl in sich selbst sehr wertvoll sind, nicht zu finden. Aber mit genügend arkaner Energie könnte es möglich sein, die Eigenschaften der Drachenseele so zu verändern, dass sie ihn betreffen würden. Jedenfalls theoretisch. Theoretisch, wiederholte die Lebensbinderin. Kalek zuckte innerlich zusammen. Das Artefakt stellte zugegebenermaßen ein Risiko dar. Vieles von dem, was er über seine Wirkungsweise wusste, hatte er aus den Schriften der Magier der Kirin Tor, vor allem aus denen des Menschen Ronin. Dieser hatte die Waffe selbst benutzt und einige seiner Eigenschaften in Erfahrung gebracht. Seine Abhandlung zu diesem Thema hatte sich als unbezahlbare Quelle der Informationen für Kalek erwiesen. Und doch, nur wenig war bewiesen. Wir haben keine Alternative. Ysera trat vor, zu Kaleks großer Erleichterung. Ich weiß, dass es euch schmerzt, aber es fühlt sich richtig an. Es war diese Waffe, mit der alles begann. Sie war es, die unsere Einheit auseinanderbrechen ließ. Die finstere Zeit in unserem Leben muss enden, wie sie begann. Alexstrasza schlug die Augen nieder. Kalek hatte den Aufruhr in ihr gesehen. In Wahrheit war er besorgt gewesen, was die Lebensbinderin zu dieser List sagen würde. Er war sich der schmutzigen Geschichte des Artefaktes bewusst. Am Ende des Krieges der Ahnen war es den blauen, grünen, bronzenen und roten Aspekten gelungen, die Waffe zu finden und sie so zu verzaubern, dass weder Todesschwinge noch irgendein anderer Drache sie jemals wieder benutzen könnte. Jahrtausende später war sie in die Hände des Drachmal-Orks gefallen, die sie benutzt hatten, um die Lebensbinderin und ihre Brut zu versklaven. Viele rote Drachen waren während dieser entsetzlichen Zeit gezwungen worden, als Kriegsreittiere zu dienen. Dies ist die Antwort, auf die wir gewartet haben. Alexstrasza, versicherte Kalek ihr. Ich weiß. Die Lebensbinderin klang verzweifelt. Ich werde also aufbrechen, um Nostormu zu informieren. Setzt eure Untersuchungen fort. Alles hing nun vom Zeitlosen ab. Selbst wenn es Kalek gelänge, einen Weg zu finden, um das Artefakt zu verändern, so würden die Aspekte noch immer die Hilfe von Nostormu benötigen, um es aus den Faden der Zeit zurückzuholen. Die Drachenseele existierte nicht länger in der Gegenwart. Vor mehr als 10 Jahren war sie durch Ronin zum größten Teil zerstört worden. Danach hatte der schwarze Drache Sinestra die verbliebenen Scherben der Waffe an sich gebracht. Zu diesem Zeitpunkt weitgehend ihrer Kräfte beraubt und sie wurden von ihr für ihre eigenen Pläne eingesetzt. Auch diese letzten Fragmente der Drachenseele waren letztendlich zerstört worden. Das Artefakt zurückzubringen war eine unmögliche Bitte an den Zeitlosen. Und doch wussten Kalek, Ysera und Alexstrasza, dass genau das getan werden musste. Nachdem die Lebensbinderin gegangen war, kehrte Kalek zu einem kleinen Tisch in der Zuflucht des Szenarios zurück. Seherkugeln, die er nutzte, um mit seinen Augen im Nexus zu kommunizieren, waren auf seiner Oberfläche verteilt. Er hob eines der Geräte auf und drehte es in seiner Hand, während er über die Hindernisse, die die Drachenseele umgaben, nachdachte.
Ysera erschien an Kaleks Seite und öffnete ihren Mund, um etwas zu sagen, als die Erde sich plötzlich hob und die beiden fast zu Boden warf. Schreie waren vom Fuße Nordrassils zu hören, wo der irdene Ring und der Zirkel des Szenarios ihre Zelte aufgeschlagen hatte. Der blaue Aspekt wechselte einen argwöhnischen Blick mit Ysera. Erdbeben waren nicht ungewöhnlich seit dem Kataklysmus. Aber dieses Beben hatte sich angefühlt, als würde es direkt unter ihren Füßen stattfinden. Die Erde hob sich erneut, dieses Mal mit mehr Kraft als zuvor. Es kann nicht sein. Yseras Augen weiteten sich, während sie sich an einer der Holzwände des druidischen Bauwerks abstützten. In ihrer Stimme lag eine Mischung aus Angst und Verstehen, die Kalek unbehagliche Zumut werden ließ. Ist es Todesschwinge? Ein Anflug von Grauen begann, in ihm aufzusteigen. Ist er hier? Der grüne Aspekt eilte aus dem Gebäude, ohne eine Antwort zu geben. Kalek folgte ihr auf dem Fuße, während sie in Richtung von Nordrassils Wurzeln hastete. Zahlreiche Risse hatten sich rund um den Weltenbaum aufgetan. Die Schamanen und die Druiden waren damit beschäftigt, auf ihren Kameraden, die in den Spalten gefallen waren, zu retten. Ysera hielt allerdings nicht an. Zu Kaleks Verwirrung lief sie weiter am Weltenbaum vorbei und bis zu einer Baumreihe, die eine friedliche Lichtung umgab. In deren Mitte saß Thrall. Er wirkte tief versunken in Meditation. Seine Gefährtin Agra war an seiner Seite und schüttelte ihn an den Schultern. Die braunhäutige Frau wandte sich Kalek und Ysera zu, als die beiden Aspekte die Lichtung betraten. »Etwas stimmt nicht mit Guel«, sagte sie und benutzte dabei den Geburtsnamen des Orks. »Ich habe nach ihm gesucht, als das Erdbeben begann, und habe ihn hier so vorgefunden. Er will einfach nicht aufwachen. Was ist passiert?« Ysera kniete neben Thrall nieder. Der Ork wirkte, als würde er schreckliche Qualen leiden. Sein Gesicht war vor Schmerzen verzogen. Doch waren an seinem Körper keine sichtbaren Wunden zu erkennen. »Er ist es also«, sagte der grüne Aspekt. Die Erwachte untersuchte Thralls linke Hand. Sie war leer, soweit Kalek das sehen konnte. Das ließ den grünen Aspekt innehalten. Schnell ergriff sie eine Handvoll Erde und legte sie in die Hand des Orks. »Gibt es einen Zusammenhang zwischen Thrall und dem Erdbeben?«, fragte Kalek. »Er hat mit der Erde auf eine Art und Weise gesprochen, wie kein Schamane vor ihm. Die Erde ist ein Teil von ihm und er ist ein Teil von ihr. Irgendetwas hat seinen Geist gefangen genommen. Diese Risse sind seine Wunden. Es muss einen Weg geben, ihn zu befreien«, pflegte Agra. »Wenn sein Gesicht sich nicht zu weit von dem Hyal entfernt hat, gibt es eine Möglichkeit.« Ysera stand auf und gab Agra ein Zeichen. »Wir müssen die Schamanen und Druiden versammeln. Vor uns liegt viel Arbeit.« Thralls Gefährtin zögerte. »Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Ihr müsst mir vertrauen, wenn ihr ihn retten wollt.« Yseras Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, und doch erfüllte sie Kalek mit einem überwältigenden Gefühl der Dringlichkeit. Auch Agra musste gespürt haben. Zögerlich schloss sie sich dem grünen Aspekt an. »Ysera, Herrin, gibt es etwas, was ich tun kann?« Kalek fühlte sich kläglich fehl am Platz. Thralls Zwangslage befand sich im Reich der Elemente, einer Domäne, über die der blaue Aspekt keine Macht hatte. Bleibt an seiner Seite und stellt sicher, dass, was auch geschehen mag, er immer Erde in seiner Hand hat. Mit diesen Worten verließ Ysera und Agra die Lichtung. Agra blickte immer wieder besorgt zurück. Es war nicht die Antwort gewesen, auf die Kalek gehofft hatte, aber er fügte sich. Kurz fragte er sich, ob Ysera ihm die einfache Aufgabe gegeben hatte,
weil sie ihm nichts Größeres zutraute. Aber er wusste, dass die Erwachte niemand war, der andere auf solche Art beurteilte. In ihren Worten war keine verborgene Botschaft. Er wurde hier gebraucht. Das war alles. Während er sich neben Thrall niederließ, erkannte Kallek, dass er vielleicht zu sehr nach einer Möglichkeit gesucht hatte, einen Weg für sich selbst zu finden. Todesschwinde zu besiegen und so andere, eher durchführbare Lösungen übersehen hatte. Wenn Thrall es wirklich geschafft haben sollte, seine Essenz mit der Erde zu verbinden und andersherum, bedeutete dies dann, dass dieser Sterbliche einen Teil von Azeroth in seinem Geist aufgenommen hatte, auf dieselbe Art und Weise wie Todesschwinge? Der blaue Aspekt zog eine Seherkugel aus einer Tasche an seiner Seite. Nach einem Moment verschwanden die Nebel in dem Objekt und gaben den Blick auf das Gesicht von Narigos frei, einem Mitglied seines Schwarms. Kallegos, der andere Drache, neigte seinen Kopf. Der blaue Aspekt erwiderte die Geste, bevor er zu sprechen anhob. Einst gab es ein kurzlebiges Wesen, das die Drachenseele gegen den roten Drachenschwarm einsetzte, richtig? Der Ork namens Nekros Schädelberster, antwortete Narigos. Eine widerwärtige Kreatur. Ja, genau, er war es. Wie viel Schaden hat ihm das Artefakt zugefügt? Nach dem, was Ronin zu dem Thema geschrieben hat, gar keinen, stellte Narigos fest. Die Drachenseele hat keinen negativen Effekt auf die kurzlebigen Völker, wie es ihn auf unsere Volk hätte. Sie ist wirklich einzigartig in dieser Hinsicht. Ich danke euch, mein Freund. Das wäre dann alles. Kallek ließ die Kugel zurück in ihre Tasche gleiten. Thrall, ein Sterblicher, hat sich die Essenz der Erde zu Nutzen gemacht, überlegte der blaue Aspekt. Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Ork dabei geholfen, die Erde an Kallek, Ysera, Nostormo und Alexstrasza zu binden und es ihnen dadurch erlaubt, ihre Kräfte zu vereinen und einen Angriff von Todesschwinges Dienern abzuwehren. Zu dieser Zeit hatte der Schamane lediglich die Verbindung zu Azeroth gedient. Jetzt war er allerdings viel mehr als das. Er war die Antwort. Er war der Hebel, mit dem die Drachenseele gegen ihren Erschaffer eingesetzt werden konnte. Kallegos fügte der Erde in Thralls Hand weitere hinzu und sah zu, wie sich das Gesicht des Orks vor Schmerz verzog. Er fürchtete, dass die einzige Hoffnung der Aspekte, ihr Unternehmen erfolgreich abzuschließen, kurz davor stand, für immer verloren zu sein. Todesschwinge schlug mit seiner Klauenhand nach Thralls Brust und riss dabei eine weitere Wunde in die irdene Haut des Orks. Der Körper des Schamanen war übersät mit geschmolzenen Furchen, doch keiner der Angriffe seines Gegners war ein tödlicher Treffer gewesen. Der schwarze Aspekt strebte danach, Thralls Willen zu brechen, ihn zu seinem Agenten nach seiner eigenen Vorstellung zu formen. Das war die einzige Erklärung, die der Ork dafür hatte, dass sein Widersacher ihn noch nicht vernichtet hatte. Todesschwinge hatte sein Ziel fast erreicht. Gefangen in der Höhle war Thralls Geist Azeroth gegenüber taub geworden. Von den Schmerzen einmal abgesehen, wäre er nur vor wenigen Wochen in dieser Situation gewesen, als seine Zweifel, seine Ängste und sein Zorn noch über sein Herz herrschten, so hätte er sich längst ergeben. Er hätte sich in diesem Gefängnis der Isolation verloren. Doch jetzt war er sich so sicher wie nie zuvor, was seine Bestimmung als Schamane war. Die Titanen glaubten, dass er die Stärke hätte zu bestehen, sagte Thrall. Seine Kraft war nichts im Vergleich zu der des Aspekts. Weshalb er die einzige Waffe nutzte, die er hatte. Seine Worte. Sie haben euch vertraut. Waren es Furcht und Zweifel, die euch scheitern ließen?
und euch dazu brachten, euch mit genau den Wesen zu verbünden, die nach dem Ende allen Lebens ins Azeroth trachten? Deine Loyalitäten sind fehlgeleitet, Schamane. Wenn es ihnen beliebt, würden die Titanen, die dein und die anderen niederen Völker auslöschen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Die alten Götter wissen um die Sinnlosigkeit der Taten der Titanen. Sie haben versprochen, mich von den Fesseln meiner Pflicht zu erlösen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich jeden Überrest der Präsenz der Titanen tilgen und aus der Höhe über diese Welt herrschen. Azeroth wird neu geboren. Todesschwinge rammte sein Knie gegen Thralls Brust, was den Ork gegen die Höhlenwand krachen ließ. Der Schamane bemühte sich aufzustehen, als er eine Reihe von Stimmen durch die Erde außerhalb der Kammer hallen hörte. Es war der irdene Ring, Mulen Erdenwut, Nobundu und Agra. Über die Geister der Elementare waren die Schamanen auf der Suche nach ihm. Thrall streckte sich nach seinem physischen Körper aus und fühlte zu seiner Überraschung einen frischen Haufen kalter, feuchter Erde in seiner Hand. Seine Verbindung mit den Tonnen von Erde zwischen dem Hyal und der Höhle erwachte, lodernd zum Leben. Der Ork fokussierte all seine Konzentration, um mental eine Antwort zu den Elementaren direkt außerhalb der Kammer zu rufen. Stille folgte. Er bereitete sich gerade darauf vor, erneut zu rufen, als Energie ihn durchströmte und sein irdener Körper zu heilen begann. Die Schamanen schlossen auch die Risse im Hyal, erkannte er. Während sie das taten, heilten seine Wunden. Der Ork sprang auf die Füße, von neuer Stärke erfüllt. »Ihr habt meine Frage nicht beantwortet«, sagte Thrall. »Waren es Furcht und Zweifel, die euch scheitern ließen?« Todesschwinge Auge loderte blutrot. Er stürzte vorwärts, ergriff Thrall an der Kehle und riss ihn in die Luft. Der schwarze Aspekt zog eine seiner bösartigen Klauen über den Bauch des Orks. »In einem System, das bereits im Kern verderbt ist, ist das einzige Scheitern, sich der Wahrheit zu verschließen. Wie viele elende Wesen du und die anderen Aspekte mit euren irrigen Unterfangen blenden mögen, ist nicht von Belang. Der Sieg wird sich immer als trügerisch erweisen, wenn man sein Leben für eine hoffnungslose Zukunft fortwirft.« Thralls Steinhaut schmolz, wo der Aspekt seine Kehle angepackt hielt. Todesschwinge verstärkte seinen Griff und seine Finger bohrten sich in den Nacken des Orks. Seine Verbindung mit dem Hyal flackerte erneut. »Nein«, knurrte der Ork, während er gegen den Griff Todesschwinge ankämpfte. »Wir werden triumphieren, weil wir uns den Herausforderungen gemeinsam stellen. Ihr seid gescheitert, weil ihr euch entschieden habt, eure Bürde allein zu tragen.« Die Erde um die Höhle begann zu beben, wo Thrall auf eine Manifestation von Todesschwinge Zorn zurückführte. Doch anstatt seinen Angriff zu verstärken, warf der schwarze Aspekt ihn plötzlich zur Seite. Todesschwinge stieß die Hände aus und brüllte vor Wut. Gewaltige Brocken des Bluts der alten Götter rissen sich vom Höhlenboden los und bewegten sich zu einer höher gelegenen Ecke der Kammer, um dort eine dicke Barriere der kristallinen Substanz zu formen. Thrall brauchte einen Moment, um zu verstehen, was geschah und die Quelle der Beben zu orten. Nordrassils Wurzeln rasten in Richtung der Kammer und gruben sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch Stein und Erde. Der irdene Ring und der Zirkel des Szenarios, so schien es, hatten ihn gefunden. Thrall warf sich vorwärts und stürzte sich auf den Aspekt, wobei er ihn zu Boden riss und seinen Zauber unterbrach. Todesschwinge richtete sich mühsam auf, vor Wut kochend. Sein Körper pulsierte und Lavaranken zogen sich aus den Rissen seiner Brustplatte. Der schwarze Drache begann, sich auf Thrall zuzubewegen, als eine von Nordrassils Wurzeln
in einem Schauer aus Kristallscherben durch die Höhlenwand explodierte. Todesschwinge suchte Halt mit den Füßen, als die Wurzeln des Weltenbaums gegen ihn rammte. Für eine kurze Zeit gelang es ihm, sich gegen den lebenden Rambok zu behaupten, dessen Umfang größer war als der eines Kodos. Drei weitere Wurzeln folgten kurze Zeit später. Sie brachen in die Höhle und trieben den schwarzen Aspekt durch den Boden der Kammer. Eine fünfte Wurzel drang langsam in den Hohlraum ein. Sie wickelte sich um Thralls Taille und zog ihn aus dem Leerraum. Sobald er sich außerhalb befand, festigte sich die Verbindung des Orks mit seinem physischen Körper. Er spürte die Erde, wie sie war und wie sie sein sollte, ohne den Einfluss der alten Götter. Der Schmerz und die Qual, die er erlitten hatte, die geistmarternden Gefühle, die Todesschwinge ganze Existenz bestimmten, schmolzen dahin. Alexstrasza fand den Zeitlosen wartend vor. Er stand regungslos hoch oben auf dem Berg. So weit entfernt von den Lagern der Druiden und Schamanen hatte die Lebensbinderin ihre drakonische Gestalt angenommen. Es war erfrischend, ihre Schwingen auszustrecken, nachdem sie so viel Zeit in ihrem elfischen Körper zugebracht hatte. Nachdem sie neben den geschuppten, bronzenen Aspekt gelandet war, erzählte sie ihm von Yseras und Kalleks Plan im Hinblick auf die Drachenseele und von dem Part, den er darin zu spielen hätte. Die Lebensbinderin hatte angenommen, dass Nostormu sie zurückweisen würde und sie hätte sein Verhalten nicht in Frage gestellt. Seine Stimmung war jedoch weit gedrückter, als sie vorhergesehen hatte. »Die Drachenseele?«, sagte Nostormu. »Es hat Zeiten gegeben, da habe ich darüber nachgedacht, zurückzukehren und den Tag zu ändern. Ich könnte Maligos Schwarm retten und uns allen dieses schreckliche Schicksal ersparen.« Der Zeitlose seufzte tief. Ohne seinen Blick vom Horizont abzuwenden. Und wenn ich so etwas täte, dann wäre ich nicht anders als der ewige Drachenschwarm und mein zukünftiges Selbst. Ihr wäret auf so vielen Arten anders, als ihr es euch jemals vorstellen könntet, erwiderte Alexstrasza. Eona hat mir den Auftrag erteilt, das Leben zu schützen. Als das Thema der Drachenseele an mich herangetragen wurde, habe ich mich gefragt, wie ich meine Pflicht erfüllen könnte, wenn ich gleichzeitig die zerstörerischste Waffe, die jemals geschmiedet wurde, in die Welt bringe. Und doch habt ihr vor, genau das zu tun, stellte Nostormu fest. Ja, denn es gibt Zeiten, in denen man, wenn man Leben schützen will, das vernichten muss, was danach strebt, es zu beenden. Die Lebensbinderin hatte lange über die Drachenseele und das unsagbare Leid, die diese nicht allein ihr und ihrem Schwarm, sondern auch anderen Lebewesen im Laufe der Geschichte gebracht hatte, nachgedacht. Letztendlich war sie zu einer schwierigen Erkenntnis gekommen. Kein Preis war zu hoch, wenn es bedeutete, die Welt zu retten. »Ich kann euch nicht dazu zwingen, etwas zu tun, was ihr für falsch haltet«, sagte Alexstrasza. »Aber fragt euch dies. Hat euch Amantul die Herrschaft über die Zeit gewährt, damit ihr dabei zusehen könnt, wie diese Welt stirbt?« »Diese Zukunft, die vom ewigen Drachenschwarm bewohnt wird, wenn ich dorthin reisen würde.« Nostormu brach mitten im Satz ab. Der Zeitlose strömte Besorgnis und Furcht aus. Die Lebensbinderin spürte, dass etwas an der Apokalypse über den Zustand der Pfade der Zeit hinaus den bronzenen Aspekt beunruhigte. Doch sie verlangte bereits so viel von Nostormu. Wenn er seinen Sorgen keinen Ausdruck geben wollte, so war das seine Entscheidung. Alexstrasza neigte ihren Kopf zu Nostormu und sagte mit leiser Stimme, »Für jeden von euch eine Gabe. Für jeden von euch eine Pflicht.
vervollständigte der Zeitlose die uralten Worte, ohne zu zögern. Es waren die letzten Befehle der Titanen an die Aspekte. Eine Erinnerung daran, dass zwar jeder Aspekt einzigartig war, ihre Kräfte und ihr Wissen jedoch nicht getrennt von den anderen existieren sollten. Sie waren eine Einheit. Die Zeit ist eure Aufgabe, so wie das Leben die meine ist. Aber was ist eure Pflicht? Fragte Alexstrasza. Die Welt um jeden Preis zu bewahren. Die Stunde des Zwielichts zu verhindern, flüsterte Nostormu. Der Zeitlose schwieg. Die Lebensbinderin folgte seinem Blick in den Himmel, während die Sorge schwer in ihrem Herzen wog. Ist einer eurer Agenten zurückgekehrt? Nein, keiner wird zurückkehren. Und doch warte ich. Einst war ich in der Zeit verloren, bis Thrall mir geholfen hat. Nun bin ich außerhalb der Zeit verloren. Zu Alexstrasas Überraschung lachte der bronzene Aspekt schmerzlich erheitert. Letztendlich wandte sich der Zeitlose vom Horizont ab und sah Alexstrasza an. Zu lange bin ich meinen Kurs starr gefolgt. Ihr habt recht, die Zeit des Abwartens ist vorbei. Die vier Drachenaspekte und Thrall hatten sich in der druidischen Zufluchtsstätte am Fuße Nordrassils versammelt. Eine ätherische Darstellung der Drachenseele schwebte in der Luft zwischen ihnen. Es ließ Alexstrasza erschauern, hier zu stehen. Auf eine gewisse Weise erinnerte es an diese Zeremonie, die vor Jahrtausenden stattgefunden hatte, um das Artefakt mit Macht zu erfüllen. Obwohl es sich um eine arkane, von Kallegos herbeigeschworene Reproduktion handelte, verfügte die Waffe über Macht, gebadet in violettes Licht, das von dem Abbild der Drachenseele ausging, bemerkten die Aspekte, dass ihre Schatten zwischen ihrer derzeitigen sterblichen Gestalt und ihren wahren drakonischen Körpern hin und her wechselten. Wenn wir die Drachenseele wiederbringen wollen, so müssen wir zunächst in die Zukunft reisen, die ich vorhergesehen habe. Das Ende der Zeit selbst, sagte Nostormu, indem wir den ewigen Drachenschwarm und seinen Anführer vernichten. Die über die Apokalypse wachen, werden die Pfade der Zeit erneut geöffnet. Dies erlaubt uns, in die Vergangenheit zu gelangen und die Drachenseele zu holen. Wie kann die Geschichte vorangehen, wenn das Artefakt plötzlich aus den Pfaden der Zeit entfernt wird? Fragte Thrall. Der Ork hatte still unter dem Aspekt gestanden. Er hatte bereits so viel getan, um ihnen zu helfen. Die Lebensbinderin hätte ihn gerne seinen Frieden gelassen, aber sie musste erneut zulassen, dass er sein Leben für die Sicherheit Azeroth riskierte. Die Zeit ist nicht so linear, wie manche glauben. Mein Schwarm wird den Fluss der Geschichte aufhalten, um den Effekt aufzuheben, den wir auf die Vergangenheit haben. Doch wir können die Integrität der Pfade der Zeit nur für einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Sobald unsere Arbeit getan ist, werden wir die Drachenseele an ihren angestammten Ort zurückbringen. Was den angestammten Ort betrifft, warf Kallegos ein, so gibt es mehrere Punkte in der Zeit, an denen wir das Artefakt an uns bringen könnten. Allerdings haben sich seine Eigenschaften über den Lauf der Zeit verändert. Wenn unser Plan Erfolg haben soll, bräuchten wir die Waffe in ihrer reinsten Form. Sobald Nostormu die Pfade der Zeit geöffnet hat, werden wir uns in die Drachenseele aus der Ära holen, in der sie erschaffen wurde. Während des Kriegs der Ahnen. Damit kommen wir zu demjenigen, der sie führen wird, sagte Alexstrasza und gab Thrall ein Zeichen. Mein Freund. Kallegos legte seine Hand auf Thralls Schultern. Aus meinen Forschungen ergibt sich, dass das Artefakt so erschaffen wurde, dass Drachen, die es anwenden wollen, durch seine Energien in Stücke gerissen werden. Es erfüllt uns mit Schmerzen, die zu Wahnsinn führen. Kurzlebige Wesen allerdings können genau durch diese Beschaffenheit nutzen, ohne körperlichen Schaden zu erleiden.
In unserer Bitte liegt ein großes Risiko, Thrall. Yseras melodische Stimme klammern durch den Raum. Nachdem die Drachenseele in die Gegenwart zurückgebracht ist, müsst ihr sie zum Würmbruttempel bringen. Dies ist ein Ort großer Macht, der mit dem Kammern der Aspekte verbunden ist. Die Stelle, an der dem Artefakt ursprünglich seine Kraft verliehen wurde. Die Drachenseele wird bereits über Macht verfügen, aber wir werden sie ein weiteres Mal mit unseren Essenz erfüllen und sie so noch mächtiger werden lassen als jemals zuvor. Und möglicherweise auch instabiler. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass Todesschwinge, sollte er von unserem Vorhaben erfahren und seine Lakaien sich sicherlich am Tempel versammeln werden, um euch um jeden Preis aufzuhalten. Es steht mir nicht zu, eure Weisheit in Frage zu stellen, sagte Thrall demütig. Aber die anderen Völker Azeroth haben ebenfalls unter Todesschwinges Zorn gelitten. Wir könnten eine Armee von Sterblichen aufstellen, die diese Welt noch nicht gesehen hat, um den schwarzen Aspekt zu vernichten. Wäre das nicht vielleicht der einfachere Weg? Selbst wenn jedes einzelne sterbliche Wesen sich Todesschwinge stellen würde, so würde es keinen Unterschied machen, erwiderte Alex Trasa. Er ist durch die finsteren Energien der alten Götter verderbt worden. Kein fassbarer Angriff, sei er auch noch so gewaltig, kann ihn vernichten. Es muss ungeschehen gemacht werden. Seine Essenz selbst muss auseinandergerissen werden. Und allein die Drachenseele hat die Macht, dies zu tun. Doch nur, wenn ihr an unserer Seite steht, fügte Kallek hinzu. Das Artefakt ist mit den Essenzen von 4 Aspekten erfüllt worden. Aber Todesschwinge hat niemals etwas von seiner hinzugefügt. Wenn ihr diese Waffe einsetzen wollt, um ihn zu bezwingen, dann müssen wir sie mit der Kraft des Erdwächters erfüllen. Ihr Thrall verfügt über einen Teil dieser Kraft. Und auch wenn er noch so klein ist, die Essenz Azeroth selbst. Uns ist es unmöglich, die Drachenseele gegen einen der unseren einzusetzen, sagte Thrall zu Thrall, sagte Alexstrasza zu Thrall. Es obliegt euch, wenn ihr die Aufgabe annehmt. Ich wünschte, ich müsste euch nicht darum bitten, denn ich muss mehr von euch verlangen als je zuvor. Besonders, nachdem ihr zuvor bereits euer Leben riskiert habt, um uns zu helfen. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mich um Hilfe ersucht, erwiderte Thrall. Aber im Gegenzug habe ich auch eine Bitte. Die kurzlebigen Völker haben Ragnaros bezwungen und vor ihm den Lichtkönig und unzählige weitere Gefahren. Wieder und wieder waren wir maßgeblich daran beteiligt, Azeroth zu schützen. Wir haben genauso viel eingebracht wie ihr. Bei allem gebotenen Respekt. Ich glaube, dass dieser Plan, so nobel er auch sein mag, nur mit Hilfe ihrer gelingen wird. Es bestand kein Zweifel daran, dass Thrall recht hatte. Aber Alexstrasza hatte gehofft, dass es sich vermeiden ließ, noch weitere Sterbliche in dieses gefährliche Unterfangen mit hineinzuziehen. Wenn sie willens sind, so sind sie willkommen. Es finden sich immer welche, die willens sind, sagte der Ork lächelnd. Ich werde den Ruf erklingen lassen. Nachdem Thrall gegangen war, verwalten die Aspekte schweigend. Eine Frage quält mich, sagte Kallek. Wenn es unsere Aufgabe ist, die Stunde des Zwielichts aufzuhalten, wenn es das ist, wo die Zizu die Titanen uns erschaffen haben, was wird dann aus uns, wenn das Ziel erreicht ist? Eine kalte Brise war über die Zuflucht des Szenarios zu spüren, ganz so, als würde sie Kaleks Worte unterstreichen wollen. Die Aspekte bewegten sich unbehaglich und warfen einander verstohlene Seitenblicke zu. Sie hatten jeder über dieses beunruhigende Mysterium nachgedacht. Ja, wenn unsere Pflichten erfüllen, wozu werden wir dann noch gebraucht? Sinnierte Nostormu. Da die Pfade der Zeit entehrt sind,
kann noch nicht einmal ich sehen, was die Zukunft für uns bereithält. Werden unsere Taten in Verlust münden oder in Erfüllung? Überlegte Hysera. Die Titanen hatten ganz offensichtlich einen Plan für uns, argumentierte Kalek. Magie, Zeit, Leben, Natur. Sie werden für immer existieren. Es ist nur logisch, dass wir dazu bestimmt sind, sie für immer zu beschützen. Alexstrasza sah zu, während Hysera, Kalek und Nostormu diskutierten und ihre Hoffnungen und Befürchtungen Ausdruck gaben. Ihr Weg war ein geradliniger. Doch über die Stunde des Zwielichts hinaus lag er in einem Nebel aus Unwägbarkeit. Die Lebensbinderin behielt ihre eigenen Ängste tief in ihrem Inneren. Sie war die Drachenkönigin. Und wenn es jemals eine Zeit gegeben hatte, in der ihre Kameraden ihre Führung brauchten, dann war es jetzt. Keiner von uns weiß es mit Sicherheit, sagte Alexstrasza und zog damit die Aufmerksamkeit der anderen auf sich. Und selbst wenn wir es wüssten, welchen Unterschied würde es machen? Dies ist der Grund, warum wir von den Titanen auserwählt wurden. Dieses wundersame Geschenk, die sie uns machten, müssen jetzt von uns eingesetzt werden. Die Lebensbinderin ergriff die Hände der beiden, ihr am nächsten stehenden Aspekte, Hysera und Kalegos. Sie taten dasselbe mit Nostormu. Ihre Magien verbanden sich und flossen durch jeden der anderen Drachen. Die friedvollen Energien beruhigten ihre Nerven und erfüllten sie mit einem Gefühl unerschütterlicher Entschlossenheit. Wir werden uns als Einheit in das Unbekannte wagen, sagte Alexstrasza, so wie es immer für uns bestimmt war.